Was geht, Freunde? Heute mit einem etwas anderen Video. Ich bin ein bisschen nervös, ich bin ein bisschen aufgeregt. Denn, Freunde, ihr habt es am Titel gesehen. Ja, ich hole heute mein neues Auto ab. Ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen kann ich heute nicht so laut, aber ich wollte diesen Termin nicht verpassen, ich wollte es nicht verschieben. Und deswegen fahren wir jetzt erstmal von Köln nach Hamburg. Dort steht mein neues Auto. Seid gespannt. So, wir sind jetzt hier gerade in Hamburg angekommen, Freunde. Wir müssen uns noch ein paar Stunden gedulden, bis wir das Auto abholen. Wir wollen uns noch ein paar andere Sachen erledigen. Wir gehen jetzt gerade zum Office von meinem Management. Und yes, entspannte Zugfahrt. Und ich bin schon so nervös, Leute. Ich kann es nicht abwarten. Das wird krass. Mehr zum Auto erzähle ich später, aber das wird cool. So, wir sitzen jetzt im Taxi zum Auto raus. Spannung steigt, ich freue mich unnormal auf diesen Moment. Ich werde dazu später noch ein paar Worte verlieren, aber ja, in 5 Minuten sind wir da. Puh, dann geht's los. Bock, unnormal Bock. Freunde, ich hoffe, ich kann meine Freude so ein bisschen zu euch transferieren. Wir machen was richtig Geiles drauf, Leute. Ihr könnt gespannt sein, welches Auto das wird. Sehr besonders. So, wir sind da. Genauer gesagt im Autohaus Günther. Man kann ja mal filmen. Genau, es wird ein Maserati, Freunde. Warum, kann ich euch später noch mal erzählen. Let's go. Lass reingehen. Krank. Ich kann es nicht erwarten, den zu sehen. Ich habe ein Foto bisher gesehen. Und den jetzt gleich in Real Life zu sehen, wird krass. Bin sehr gespannt. Weil es einfach auch meiner dann ist. Und Freunde, ich weiß, Maserati ist vielleicht nicht das Auto, was man am häufigsten auf der Straße sieht. Aber genau das war so bei mir der Anreiz. Ich habe mich jetzt viel Zeit gelassen mit der Autoauswahl. Und letztendlich ist meine Entscheidung darauf gefallen, einfach weil es sehr, sehr exklusiv ist. Weil das, finde ich, einen hohen Coolness-Faktor hat. Das Auto natürlich auch ordentlich Power hat. Geil aussieht, sportlich aussieht und wie gesagt, exklusiv ist. Und deswegen konnte ich mich nur dafür entscheiden. So, let's go jetzt. Na Mats, wollen wir deine italienische Schönheit jetzt mal enthüllen? Bist du soweit? Ich bin bereit, let's go. Ja, Abfahrt. Gänsehaut, einfach Gänsehaut. Das ist einfach mein neues Auto. So Mats, hier ist der Schlüssel zum Glück. Allzeit gute Fahrt und nicht zu schnell und nicht zu laut. Das sehen wir nochmal. Gute Fahrt. Danke. Okay, reicht auf jeden Fall nicht hier das ganze Autohaus aufwecken, aber... Der Sound ist brutal. Ferrari baut ja auch die Motoren für Maserati und bei diesem Sound... Ey, einfach nur krass. Lass mal nochmal hinten reingucken. Wir haben hier auch echten Komfort, also man kann hier mit 4-5 Leuten fahren. Wir haben auch einen geräumigen Kofferraum, wo einiges reingeht. Also wenn der praktikabel natürlich ist, dann ist es natürlich umso besser. Guckt euch diese, das sind schwarze 21 Zoll Felgen und mit diesen roten Bremsbacken, finde ich, sieht einfach brutal aus. Generell, Freunde, habe ich mich dazu entschieden, auch zum Beispiel Türgriffe etc. alles in der gleichen Farbe noch, die wären ursprünglich silber, zu lackieren. Ja, Freunde, wir haben hier den Motor, also es ist ein V6 Motor mit 430 PS. Von 0 auf 100 km/h in 4,7 Sekunden und er kann bis zu 290 km/h fahren. Und was viele nicht wussten und für mich halt ein ganz geiler Fact ist, dass tatsächlich die Motoren von Maserati bei Ferrari
in Maranello gefertigt werden. Ist auch Ferrari approved, man kann es hier sehen an diesem kleinen Sticker. Ja, war mir vorher auch nicht bewusst. Ist so ein kleiner Side-Fact, den ich schon ganz geil finde. Das Teil ist ein Italiener. So, ich habe das Auto jetzt hier in Hamburg geholt, im Autohaus Günther. Hier ist halt auch eine Maserati-Stelle. Und das ganze Projekt betreut hat mich Florian Breuner. Hat sehr viel Spaß auf jeden Fall gemacht. Er hat alles ermöglicht, damit ich das Auto möglichst schnell bekomme. Hat mir ein geiles Angebot gemacht. Also ich bin wunschlos glücklich. Vielen, vielen Dank für diese geile Erfahrung. Sehr, sehr gerne. Hat mir viel Freude gemacht mit dir. Und uns gibt es in Hamburg, Frankfurt und Berlin. Kein Problem. Yes, Leute, also wenn ihr auch irgendwie mal in irgendeiner Weise Interesse haben solltet, Florian Breuner, Flo ist euer Mann, wie gesagt, Autos Günther Hamburg, checkt das gerne ab, absolut geile Erfahrung, hat alles ermöglicht, deswegen findet euch zusammen und man kommt zu einem geilen Ergebnis, da bin ich mir sicher, deswegen Freunde, checkt's ab. So, wir haben jetzt einige Aufnahmen und so weiter gemacht. Richtig geile Shots, Freunde. Ich hoffe, das Video wird euch am Ende richtig gut gefallen. Jetzt gerade hole ich noch einen Koffer ab und so weiter. Also es war ein sehr voller Tag. Ich war ja noch vorhin beim Zahnarzt und so weiter. War ein richtig krasser Tag. Ding ist, Freunde, so man muss es erstmal checken, ne, dass man jetzt so ein Auto fährt. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich mir so ein Auto gönne. Und es ist ein sehr besonderes Gefühl. So. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen an das Auto gewöhnt. Aber ich bin überglücklich mit dieser Entscheidung. Dass ich es mir gegönnt habe, ist auch für mich völlig in Ordnung. Und da kommt an der Stelle natürlich so, das macht jeder YouTuber und ich weiß, das ist immer so bla bla. Aber ich kann mich nur bedanken bei euch, Freunde, dass ihr mich immer so unterstützt. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Ihr habt so eine Liebe immer am Start. Unterstützt mich so krass. Das ist einfach ja, jeden Tag meine Motivation quasi. Und ja, dass ich mir so einen Traum von einem Auto erfüllen konnte. So, keine Ahnung, ich habe früher immer mit Hot Wheels gespielt. Ein Auto ist immer ein krasser Traum. Ich glaube, von vielen Jungs. Und auch, wie gesagt, mit dem Florian einfach sehr geile Erfahrungen gemacht. Wirklich einfach top. Top Mann. Er hat sich so viel Mühe gegeben. Das ist, ja, das ist krass. Klar, er ist Verkäufer, aber ist auch nicht selbstverständlich. Er hat sich wirklich sehr, sehr engagiert, ja. Mit allem, also. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, ja. Ich habe zwar vorhin im Autohaus gesagt, aber falls ihr wirklich irgendwie Interesse haben solltet, euch da irgendwie erkundigen wollt, dann ja, ist Flo euer Mann wirklich. Kann ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Der Mann gibt sich beste Mühe. Und ja, es hat mir diesen Traum ermöglicht. Ich fahre einfach in eine Maserati. Sehr unwirklich, sehr, sehr unwirklich, Freunde. Sehr unwirklich, vielen Dank. Echt.